Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Wir befinden uns hier in der großen Halle im Eingangsbereich und haben ja den Rüstungsschlüssel, mit dem wir einiges öffnen können. Deswegen bin ich einfach mal hier hingelaufen, um hier anzufangen. Und dann können wir auf der Karte gucken, welche Türen uns noch verschlossen bleiben. Also, hier vorne ist eine Tür, die untere Tür, wo wir noch nicht rein können. Dafür brauchen wir was anderes. Ich wollte mal gucken, ob ich hier die Tür hier drüben benutzen kann. Die schon? Okay, brauchen wir einen Helm. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Wir suchen oben die Türen vielleicht. Außenbereich, da müssen wir eh nicht hin. So, Kaffeekarte. Und wie man sieht, ist hier auch nicht wirkliches. Na doch, da hinten ist noch eine rote Tür. Testen wir die mal. Oben hinten ist noch eine rote Tür. Passt die ja da. Schauen. Huch. Wir haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Ah, cool. Okay. Wieder ein neuer Bereich. Wieder ein neuer Bereich. Bin gespannt. Oh, wir sind wieder draußen, wie man sieht. Vorsichtiger sein hier. Oder liegt Munition? Mit? Okay. Hat er ja. Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Ah, ich kann den Granatwerfer nicht tragen, weil ich. Hä? Achso, warte mal. Na, jetzt ertragen. Yes. Ein Granatwerfer, gar kein Flammenwerfer. Okay. Wie geht's weiter? Und weiter? Oh. Oh, wer kommt da? Nehmen wir lieber die andere Waffe hier. Der ist wohl tot. Also, da ist er mal aufgestanden und wollte uns nochmal irgendwas tun. Aber hier hinten gibt es nichts außer Kräuter. Die kann ich leider jetzt auch nicht mitnehmen. Das ist nicht so schlimm. Gut. Im Meer? Weiter, ne? Ah, okay. Raus. So. Hier rum. Okay, hier geht's echt nur noch wieder rein. Na gut, gehen wir wieder rein. Mal schauen. So, wo sind wir? Dann wieder hier. Wir gucken jetzt mal auf die Karte, was wir noch nicht erobert haben. Erstmal wieder die langsame Waffe ausrüsten, beziehungsweise. So, was haben wir noch hier? Also es sind noch rote Türen hier rechts. Da. Also oben die blaue Quelle machen, dann sind da noch ein paar rote Türen. Die testen wir jetzt mal. Gehen wir hier längs. Hier nochmal rein. Gucken, ob wir da eine Tür öffnen können mit unserem Schlüssel. Muss auch erstmal ein bisschen sich immer zurechtfinden. Mal gucken auf die Karte. Ich will nicht durch irgendeine Tür gehen, wo ich wieder am Arsch der Welt bin. Genau, hier ist eine rote Tür. Gucken wir mal. Wir haben eine Schlüssel für den Haus. Okay, dann gehen wir durch. Gut, gut. Oh. Zwischensequenz. Richard! Richard, wer ist Richard?
What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Da hinten der Raum ist das, wo man das Serum bekommen kann. Ist ja gut zu wissen, aber wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt. Okay, lass mal auf die Karte gucken nochmal. Der Raum da und wir sind da hinten. Das heißt, wir müssen einmal komplett rüber. Da holen wir doch schnell das Serum, oder? Ich würde sagen, ja. Ist ja gar nicht so weit. Einzige, was nervt bei dem Spiel, sind wirklich diese Türen, ne? Das hätten sie von damals ja eigentlich wegmachen können, oder? Ja, das ist nicht mehr so, dass es so spannend ist da. Damals konnte ich verstehen wegen den Ladesequenzen, aber eigentlich müssten die Ladesequenzen auch jetzt wirklich mal wieder weg sein. Dann durch große Tür zu nehmen. So ist doch angenehm. Ein bisschen die Munition, aber ist der weg, wenn der Kopf weggeschossen ist, ist auch komplett weg. Wir müssen, glaube ich, hier längs, ne? Und dann durch die erste Tür. Oben. Kann ich in die falsche reinlaufen? Yeah. Nee, warte mal. Oh, warte mal. Die erste Tür ist es nicht, es ist die zweite Tür. Obwohl es egal ist, sehe ich gerade. Oh, hier durchgehen. Nur, wir können nach oben rumrennen. Hier darf ich wieder reingehen, oder nicht? Ne? Richtig? Ja. Also hier ist die Tür auf der rechten Seite. Die ist rot. Vielleicht können wir die mit unserem Schlüssel aufmachen. Ich weiß es nicht. Ja, da wo wir rein müssen, oder? Ja, scheiße. Bringt uns also gar nichts. Können wir ihn das Serum können wir ihn noch nicht holen. Wir wissen zwar, wo es ist, aber wir haben noch keinen Helmschlüssel. Gut. Können wir wieder zurückrennen. Ohne Helmschlüssel bringt uns das Ganze nichts. Dann würde ich sagen, erkunden wir erstmal da hinten alles wieder. Gehen wir mal zurück. Hier links. Steuerung, diese Steuerung da. Warte, guck. Okay. Gut, also wir müssen auf jeden Fall zum wieder rüber auf die andere Seite. Da haben wir auch noch eine rote Tür. Vielleicht können wir die aufschließen. Ich weiß es nicht. Testen es einfach mal. Schade, ich dachte, die Tür könnten wir mit unserem Schlüssel aufschließen, damit wir das Serum holen können. Dem ist nicht so. Halb so wild. Ups. Wieder rein. Und da war noch eine rote Tür. Vielleicht können wir die aufmachen. Hier. Kann ich nicht mehr rein? Aber ich werde mich wahrscheinlich rausjagen.
das Serum nicht habe? Oder warum? Achso, hier gibt es auch nur, wirklich nur Kräuter. Noch eine Tür dahin? Tatsächlich, wir könnten auch noch dahin durch die Tür gehen. Eine Tür hier. Mal ausprobieren. Wir sollten das Serum holen. Ach, scheiße. Ja, das komme ich wahrscheinlich erst durch, wenn ich das Serum habe. Gut. Ach so, weil wahrscheinlich dahinter die Schlange ist irgendwo, ne? Das kann nicht gut sein. So, hier war noch eine Tür. Da. Geh da rein. Yes! Eine Metalltür. Oh, was mag sich dahinter verbergen? Weh dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter betätigen. Nee, das bringt wahrscheinlich noch nichts. Hier hingehen. In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Okay, also. Der schlafende Musketier. Der schlafende Musketier. Schlafende Musketier. Schlafende Musketier. Also müssen wir die wieder zurückschieben? Wahrscheinlich, ne? Mal den. Okay. In der richtigen Reihenfolge. Der hier oben ist ja rot, ne? Jetzt leuchtet der hier rot. Kann das sein? Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen, aber Quatsch. Das ist wir haben jetzt Karo, Herz, Pik und Kreuz. Karo, Herz, Pik und Kreuz. Warte mal. Karo, Herz, Pik und Kreuz. Herz, Pik. Ja, ich würde sagen Pik denn, ne? Oder? Ich würde sagen Pik. Bin ich sicher, aber Pik. Oh, oh. Erstmal einen Knopf drücken. Ah, guck. Na gut. Da drin. Ein rätselhafter Kasten. Ah, den können wir nicht mitnehmen. Scheiße. Sowas ist immer sehr, sehr ärgerlich irgendwie. Hm. Kacke. Gut, müssen wir uns merken, dass hier ein Kasten ist. Den müssen wir nochmal holen. Ich weiß, ob da nicht ein anderer Schlüssel drin ist oder so. Wir brauchen den Helmschlüssel wahrscheinlich. Mal gucken, was wir irgendwo eine Truhe finden, wo wir unsere Sachen reinpacken können. Die nächste Truhe. Schreibmaschine, Inventarbox. Erdgeschoss, da sind wir jetzt gerade drinne. Wir sind hier. Wir könnten noch da durchgehen, die Treppe runter. Wir müssen echt wieder ganz da runterlaufen. Das nervt doch. Wir müssen also mal hier hochgehen. Mal zur Inventarbox hier links. Weiß es nicht. Da müssen wir auf jeden Fall hin und irgendwas reinlegen. Gut, aber wir gehen nach rechts.
Die Treppe runter gleich. Ach genau, wir sind ja hier gleich bei der Inventarbox. Perfekt. Gar nicht so weit weg. Sauber. Oh, da stand irgendwas an der Wand. Das muss ich gleich noch lesen. Hab ich gesehen. Vorher. Ich hab den ganzen Kram hier hingelegt. So, Objekt austauscht. Ja, pass auf. Packen das Feuerzeug mal hier rein. Und den Granatwerfer packen wir auch hier rein. Den werden wir jetzt nicht rumballern. So, was haben wir hier? Nehmen wir mit. Wir sammeln jetzt kurz alles auf hier und packen es alles in unsere Kiste rein. Schau mal gut, wer hat denn die ganze Munition hier gelegt? Oh, warte. Komm mit. Na komm. Nehmen wir auch mit. Ach, ich kann noch einen, okay. Dann gehen wir hier hin. Rein. So. Zack. Dann können wir jetzt auch das Ding da oben nochmal holen. Was ist das denn? War ja gar nicht so weit weg. Ziemlich cool. Wir holen jetzt das Ding da oben, diesen Kasten. Und dann müssen wir vielleicht nochmal speichern zwischendurch, oder? Was steht da? Nachricht. Was steht da? Ich habe etwas Munition im Raum gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie einen Schlamassel geraten. Barry. Oh, Barry Burton hat uns was hinterlassen. Der super Barry Burton. Der beste der Barry Burton der Welt. Gut. Geht durch. Cool. Ja, so gefällt's mir. Wieder ein paar Schuss. Brauchen wir auch. Mal gucken, wo hier in die Tür wir rein müssen. Ah ne, das war ja direkt hier in der Ecke, ne? Yes. So, jetzt kannst du den Kasten mal rausholen und angucken. Da ist ja ein Schlüssel drin. Yeah! Geil. Und wenn nicht, wär's scheiße. So, holen wir raus. Ein rätselhafter Kasten. Den nehmen wir mit. Ein Schmuckkästchen. So, gucken wir uns das Schmuckkästchen mal an. Achso. Prüfen. Kannst auf jeden Fall aufmachen. Ja. Sonne, Licht weckt mich. Ich bin gescheitert, okay. Also mal. Sonnenlicht weckt mich, okay. Also Sonnenlicht haben muss das. Eine Maske darin. Todesmaske. Ohne Augen, Nase, Mund. Ach, das ist für das Rätsel unten in diesen, in den Katakomben da, ne? Kann ich daran erinnern? Dafür ist es gedacht. Okay. Gut. Die werden wir aber auch zurückbringen. Packen wir auch in die Truhe, denn wir müssen brauchen ja 4 Masken für dieses Rätsel unten. Macht jetzt keinen Sinn. Macht jetzt keinen Sinn, die dann mit hier rumzuschleppen. Das war wirklich kein Sinn, total Quatsch. Cool! So. So, gehen wir hier runter. Und gehen hier rein. Und werfen das da rein. Ja. Wir können eh nicht so viel rumschleppen. So, machen wir es hier irgendwie rein. Gut. Na gut, sollten wir vielleicht nochmal speichern zwischendurch.
Machen wir. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen für diesmal. Bis dahin. Tschüss.